Abraham saß in der Mittagshitze am Eingang seines Zeltes. Er schaute auf. Da standen drei Männer vor ihm. Als er sie erblickte, lief er ihnen vom Zelteingang entgegen und verneigte sich bis zum Boden. Er sagte: »Mein Herr, wenn ich Gnade bei dir gefunden habe, geh nicht an deinem Knecht vorbei. Man soll etwas Wasser bringen, damit ihr euch die Füße waschen könnt. Bitte ruht euch unter dem Baum aus. Ich will euch ein Stück Brot holen. Ihr sollt euch stärken, bevor ihr weiterzieht. Deshalb seid ihr ja bei eurem Knecht vorbeigekommen.« Abraham eilte ins Zelt zu Sarah und sagte: »Schnell, bereite eine große Menge Teig zu und back Brotfladen daraus.« Er selbst lief zur Rinderherde, nahm ein zartes, schönes Kalb und übergab es einem Knecht. Der bereitete es rasch zu. Abraham nahm Butter, Milch und das fertig zubereitete Kalb und brachte es den Männern. Während sie aßen, blieb er bei ihnen unter dem Baum stehen. Sie fragten ihn: »Wo ist deine Frau Sarah?« Er antwortete: »Drinnen im Zelt.« Darauf sagte einer der Männer: »Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben.« Sarah stand am Zelteingang hinter Abraham und konnte alles hören. Die beiden waren schon alt und hoch betagt, und Sarah ging es schon längst nicht mehr nach der Frauenweise. Daher lachte sie in sich hinein und dachte: »Jetzt, wo ich schon so alt bin, soll ich da noch Liebeslust bekommen? Auch mein Mann ist doch viel zu alt.« Da fragte der Herr Abraham: »Warum lacht Sarah und denkt, dass sie zu alt ist, um ein Kind